Servus, ihr Lieben, Patrick hier wieder und wahrscheinlich hast du schon mal Sätze gehört wie: Jeder ist seines Glückes Schmied, jeder bekommt das, was er verdient, jedem das Seine. Oder beispielsweise in der Bibel steht schon: Diejenigen, die aus der Fülle handeln, sind diejenigen, denen gegeben wird. Und diejenigen, die aus der Armut heraus handeln, werden diejenigen sein, denen auch noch das Letzte genommen wird. Eventuell hast du auch schon selbst in deinem Leben, wenn du mal rechts und links geschaut hast, Menschen gesehen, denen scheinbar mit einer unglaublichen Leichtigkeit alles im Leben zufällt. Geld, Berufe und so weiter. Eventuell ist es auch andersrum, dass du Menschen kennst, die unabhängig von der Situation immer enorm viele Probleme haben. Was ist des Rätsels Lösung? Darum geht es in diesem Video. Viel Spaß damit. Dieses Video ist für mich ein ganz elementares und ganz besonderes, denn es ist eine Entdeckung, die ich selbst in den letzten Monaten erst aktiv wirklich gemacht habe und die in meinem Leben einiges verändert hat. Denn ich bin ja, wie ich es bereits in einigen Videos schon gesagt habe, ein sehr kognitiver Mensch, ein sehr kopflastiger Mensch, jemand, der sehr viel denkt, sehr viel analysiert. Jetzt wusste ich, dass das auf meinem Lebenswege nicht der dauerhafte Weg sein kann, denn die Realität, wie sie da draußen ist, erfahren wir niemals übers Denken, sondern immer nur über unsere fünf Sinne, über unsere fünf Instrumente, mit denen wir die Außenwelt aufnehmen, aufzeichnen, wahrnehmen können, wie beispielsweise unsere Augen, unsere Ohren, unsere Nase und so weiter. Ausschließlich mit diesen Instrumenten, natürlich auch noch das Fühlen und das Schmecken, nehmen wir die Realität im Außen wahr. Das Denken jedoch ist keines dieser fünf Sinne. Das ist der erste Punkt, der elementar ist zu verstehen. Trotzdem war ich jemand, der immer sehr viel gedacht hat, und ich war immer jemand, der in vielen Sachen immer Probleme gesehen hat. Tatsächlich waren das auch Probleme, die hätten passieren können. Es waren aber in den meisten Fällen keine Probleme, die faktisch zu dem Zeitpunkt schon da waren. Und die meisten Fehler im Leben oder die meisten Probleme im Leben resultieren aus zwei verschiedenen Paradigmen. Man denkt zu viel nach, ohne zu handeln, oder man handelt zu viel, ohne zu denken. Weder das eine noch das andere ist extrem gut. Jetzt habe ich vor einiger Zeit, es ist jetzt ungefähr 3 Monate, vielleicht 4 Monate her, einen Satz gehört, der so simpel wie genial war und mich auf einer sehr tiefen Ebene unglaublich berührt hat. Denn eventuell kennt ihr das, ihr seht Situationen im Leben, ihr habt für euch auch die Gewissheit, dass die Situationen so funktionieren, aber es ist euch unmöglich, das zu beschreiben und ihr habt vielleicht auch gar kein Bild dafür, wie man sich das vorzustellen hat. Den Satz, den ich hörte, war folgender: Das Leben selbst als solches ist wie Wasser. Machst du dir schwere Gedanken, gehst du unter. Nimmst du das Leben leicht, auf eine lockere Art und Weise, ist es wie etwas Leichtes, was im Wasser ist. Es treibt nach oben, es geht nach oben. Und genau das ist eins zu eins die Erfahrung, die ich in den letzten Monaten in Bezug auf das Leben selbst machen durfte. Wieso? Während ich mir vorher unglaublich viele Gedanken gemacht habe über mögliche Risiken, mögliche Probleme und so weiter, habe ich mich selbstverständlich zu dem Zeitpunkt schon schlechter gefühlt. Denn wenn du dir negative Gedanken machst, Energy flows where attention goes, sagt man ja. Natürlich, dein ganzer Hormonhaushalt etc. konzentriert sich auf die Negativität und deine Laune, deine physische Kraft etc. geht alles nach unten. Umgekehrt ist es so, dass wenn du in manchen Situationen dir nicht über mögliche Probleme Gedanken machst, sondern einfach präsent bist, du bist einfach lediglich im Hier und Jetzt, dann machst du dir keine Sorgen, dann hast du keine Ängste, sondern du handelst einfach.
Jetzt können zwei Möglichkeiten passieren. Die erste ist, es läuft einfach. Perfekt, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Die zweite Option ist, es läuft nicht. Und es entstehen immer wieder Herausforderungen oder Sachen, die nicht so funktionieren, wie man sie wollte. Was passiert dann? In dem Moment, wenn man auf ein akutes, auf ein reales Problem trifft, kann man sich anfangen, Gedanken zu machen, sieht die Situation in der Realität, wie sie ist, und kann sich ganz entspannt aus der Ferne überlegen, okay, das ist das Problem, wie löse ich es? Mache ich das, mache ich das, mache ich das? Darüber nachdenken und dann weitermachen. Man hat sich aber die komplette Zeit gespart, die dafür draufgehen würde, wenn man eventuell gar kein Problem hätte auf seinem Weg, wenn man eventuell gar keine Herausforderungen hätte, vor die man gestellt werden würde. Das heißt, so oder so sind Sachen wie Ängste, Sorgen oder übermäßige Gedanken über eine Sache machen nie produktiv, denn es bringt dich nicht weiter. Du drehst dich in deinem virtuellen Konstrukt in deinem Kopf, kommst aber in der Realität nicht wirklich vom Fleck. Du kommst nicht wirklich weiter. Du bist der schwere Stein in dem Wasser, repräsentativ für deine Gedanken, der im Meer untergeht, weil er sich selbst so schwer macht. Ich habe in meinem Leben unter anderem immer wieder festgestellt, dass in den Zeiten, wo ich am meisten zu tun hatte, da könnte man ja denken, dass ich zu der Zeit am erschöpftesten war oder nicht mehr sonderlich viel geschafft habe, weil ich schon auf nahezu 100% gefahren bin. In den Zeiten, wo ich am meisten geschafft habe, das waren oft die Zeiten, wo ich am produktivsten war. Also in den Zeiten, wo ich am meisten vorhatte. Umgekehrt, und das ist das Interessante, in Zeiten, wo ich ohne Ende Zeit hatte, war ich meist am unproduktivsten. Das heißt, ich habe in der Regel sehr wenig geschafft und ich habe ein sehr breites Spektrum, würde ich sagen, sozialer Kontakte, mit denen ich interagiere. Da sind Leute bei, die arbeitslos sind, da sind Leute bei, die sehr, sehr gut situiert sind und sehr, sehr gut ausgebildet sind. Und es ist immer interessant, wenn man sich entweder mit der einen Gruppierung, um das jetzt zu kategorisieren, oder mit der anderen Gruppierung austauscht, denn ganz oft sind es diejenigen, die arbeitslos sind, diejenigen, die nicht viel zu tun haben, von denen man ganz oft Sätze hört wie, ja, aber das ist doch gar nicht möglich, oder oh, mir geht's so schlecht, weil, oder ah, oh, ich habe Probleme wegen, oder ganz oft, auch sehr schön, ich habe keine Zeit. Während die Leute hier oben, die extrem viel zu tun haben, die sehr gut situiert sind, die einen sehr vollen Terminkalender haben, wenn ich die nach etwas frage, kommt oft, ja klar, kein Ding, kriegen wir hin, plane ich irgendwie ein, machen wir fertig. So, das heißt, dieselbe Situation, egal mit wem ich spreche, wird so oder so aufgenommen. Wenn objektiv gesprochen, von mir ein Anliegen kommt gegenüber entweder den Menschen, den Menschen, den Menschen oder den Menschen, dann ist es für mich immer sehr amüsant zu beurteilen, denn mein Anliegen ist ja fix. Mein Anliegen ist immer das gleiche als ja, repräsentativ für etwas in der äußeren Welt. Aber wie auf diese Situation von den anderen umgegangen wird, mit der Situation meinerseits, mit der Bitte beispielsweise aus der äußeren Welt, obwohl die von allen gleich ist, wird sie von allen komplett unterschiedlich aufgenommen. Hier unten sind diejenigen, die sich Gedanken machen, die beispielsweise sehr schwer sind. Gedanken machen, wie beispielsweise der Stein, der einen zu Boden zieht. Und von denen kommen dann ganz oft Antworten, die, also da sind ohne Ende Probleme, da ist ohne Ende Negativität, da ist ohne Ende Sorgen, da ist ohne Ende, wie soll man das machen, wie soll man das schaffen, das ist nicht möglich, das kann nicht sein. Ohne Ende negativer Glaubenssätze. Und hier oben finden wir das genaue Gegenteil. Hier oben wird gedacht nicht in Problemen, sondern in Lösungen. Die Menschen, die hier stehen, und damit meine ich gar nicht zwangsläufig das Monetäre, ich meine die persönliche Entwicklung des Menschen, dass die, die sehr gut entwickelt sind, oftmals auch gut situiert sind, das geht gegebenenfalls Hand in Hand miteinander, ist aber nicht zwangsläufig notwendig. Es gibt genauso Menschen, mit denen ich sehr gut befreundet bin,
die monetär nicht so viel haben, aber die unglaublich entwickelt sind als Mensch, als Individuum, spirituell gesehen. Und da ist es genau das gleiche Prinzip. Die Menschen, die gehen mit einer Leichtigkeit durchs Leben. Das ist zum Teil faszinierend, das ist beeindruckend, also das ist wirklich beeindruckend. Und die müssen dementsprechend auch nichts erleiden in ihrem Leben. Die gehen mit dieser Leichtigkeit durchs Leben, die leben wortwörtlich gesprochen im Paradies. Und diejenigen leben in der Hölle. Zwei Paradigmen, Himmel und Hölle, die meiner Meinung nach nichts sind, was nach unserem Tod geschieht, sondern etwas, was wir bereits zu Zeiten auf unserem irdischen Leben erfahren können. Jeder lebt auf derselben Welt, für manche ist es das Paradies, für andere ist es die Hölle. Das soll es mit diesem Video gewesen sein. Abonnier den Kanal, wenn du noch mehr davon möchtest und nichts verpassen möchtest. Vielen Dank fürs Zuschauen. Genieß den Sonntagabend. Bis dahin, adios.